Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Das Mikro bei dir bleibt dann an, damit du mich darauf hinweisen kannst, wenn technisch irgendwelche Störungen sind. Ja, ich schalte mich dann weg und dann, wenn ich was sagen will, schalte ich mich wieder ein. Ich denke, okay. Wir beginnen jetzt. Das ist 19.05 Uhr knapp und ja. Wir sind 32. Das hat, Teilnehmer, das hat sich bisher in den letzten 2, 3 Minuten nicht mehr verändert. Also ein herzliches Willkommen zur Videokonferenz Amphibien der Kreisgruppe Ansbach. Der Vortragende heute Abend ist der Michael Hauer. Er ist in der Geschäftsstelle Ansbach in der Pfarrstraße. Helmut Altreuter, unser Geschäftsführer, nimmt von zu Hause aus teil. Ich begrüße alle Amphibien-Enthusiasten und gebe dann das Wort an den Micha. Aber zunächst einmal noch etwas zur Organisation. Wir haben uns entschlossen, diesen Vortrag von Michael heute Abend aufzuzeichnen und gegebenenfalls, falls die Qualität in Ordnung ist, dann auch auf der Homepage zu veröffentlichen. Wenn jemand Fragen hat zum Vortrag, das haben wir auch beschlossen, dass wir das am Schluss beantworten, dann steht der Helmut Altreuter auch zur Verfügung. Bitte dann in den Chat eintragen. Und zwar der Chat ist oben rechts auf der rechten Seite ganz oben diese Sprechblase. Wenn Sie da draufklicken, dann können Sie unten die Nachricht eingeben, mit Return bestätigen und dann geht es hier bei uns in den Chat und wir gehen dann am Schluss den Chat von oben bis nach unten durch und können dann Ihre Fragen beantworten. Wenn die Verbindung schlecht sein sollte, dann empfiehlt es sich, dass man dann sein eigenes Videobild ausschaltet. Dann kann es durchaus sein, dass die Bandbreite ausreicht. Also wenn jemand Schwierigkeiten hat, uns zu verstehen oder das Bild kommt schlecht rüber, also das, was der Michael zeigt, dann die eigene Webcam ausschalten mit unten mit dem grünen Button, der wo Kamera dabei steht. Ich übergebe jetzt das Wort und die Bilddarstellung an Michael. Jawohl, von mir auch ein herzliches Willkommen zu unserem Vortrag, unsere heimischen Amphibien. Der Vortrag ist gegliedert in verschiedene Schwerpunkte, unter anderem die Biologie und die Lebensweise. Unterscheidungsmerkmale, speziell bei Arten, die sich ein bisschen ähnlich sind. Dann werde ich kurz auf die Gefährdung eingehen und einen größeren Part nehmen die Tipps zur Zaunbetreuung, zur Amphibienzaunbetreuung ein. Ich darf mich kurz vorstellen, der Günther hat es ja gerade schon gesagt, mein Name ist Michael Hauer. Ich bin seit über 20 Jahren aktiv im Amphibienschutz, betreue seither auch einige Zäune. Bin seit 2019 Oktober hier in der Geschäftsstelle angestellt, hauptamtlich, und habe hier allerdings hauptsächlich Verwaltungstätigkeiten zu tun. Wenn die Nächte wärmer werden, der Regen einsetzt, da warten wir jetzt zurzeit noch ein wenig drauf, dann geht es im Frühjahr mit der Amphibienwanderung los. Man spricht immer von ungefähr 5 Grad, die es am Abend um 19 Uhr haben muss, damit das Ganze losgeht. Ich kann aus Erfahrung sagen, es ist tatsächlich jetzt bei uns schon begonnen. Ich habe die ersten Molche schon in den Eimern gehabt, habe auch von anderen Sammlern schon gehört, dass einige Molche schon in den Eimern waren. Das heißt, wir liegen genau richtig von der Zeit mit unserem Vortrag. Beginnen möchte ich ein paar Arten vorzustellen, und zwar eigentlich die Arten, die hauptsächlich bei uns hier in der Gegend vorkommen, die die Sammler in den Eimern finden werden. Da ist unter anderem, ich beginne mit den Molchen. Die Molche sind auch zumeist die ersten, die in den Eimern auftauchen, weil die ein bisschen früher mit der Wanderung beginnen. Wir haben bei uns hier in der Gegend 2 Molcharten. Das ist zum einen der Bergmolch. Ich warte bewusst mit der Weiterschaltung der Bilder ein bisschen länger, denn wir haben bei der Testversion vorhin gemerkt, dass es ziemlich
mit einem Zeitverzug von ungefähr 5 Sekunden dauert, bis die Bilder dann bei euch erscheinen. Das Bergmolchweibchen ist ein Stückchen größer als das Bergmolchmännchen. Man kann es, wenn man es im Trockenen hat, gut an einer Marmorierung erkennen. Wenn es im Wasser ist, sieht man die Marmorierung ein bisschen schlechter. Ich versuche jetzt mal einen Laserpointer, müsste ich doch irgendwo haben, genau. Im Wasser sieht man die Marmorierung ein bisschen schlechter. Es ist immer ein Stück größer und zumeist auch breiter als das Männchen vom Bergmolch. So, schauen wir mal. Das Bergmolchmännchen hat zwar auch eine Fleckung, aber es kommt immer ohne diese Marmorierung daher. Der Bergmolch, wenn er mal angekommen ist im Wasser, dann wächst ihm ein kleiner Kamm. Das ist jetzt nicht so wie beim Kammolch, aber es ist ein kleiner Ansatz hier am Rücken, dieser schwarz oder gelb, schwarz gefleckte Kamm. Hier ist noch einmal ein Männchen zu sehen. Man sieht deutlich, über den Rücken läuft wieder der Kamm. Oft einmal am Rand des Bauches eine hellere Fleckung zu erkennen. Ansonsten wirkt er relativ schwarz. Ich habe hier mal eine Folie, wo man den Bergmolch und den zweiten bei uns vorkommenden Molch, das ist der Teichmolch, gut unterscheiden kann. Und zwar am besten, wenn man die Tiere umdreht und die Bauchseite sieht. Der Bergmolch hat immer eine leuchtend orange Unterseite. Und es kommen nie Flecken auf der Unterseite vor. Man sieht es ganz deutlich, leuchtend orange. Eine Frage an den Günther. Die Sachen mit dem Laserpointer, kommen die bei euch an oder ist das auch mit Zeitverzug sehbar? Die kommen gut an. Okay, dann fahre ich fort. Beim Teichmolch ist es so, dass der zwar auch eine orangefarbene Unterseite hat, aber die ist immer blasser. Hier sehen wir ein Weibchen, das hat ganz leichte Fleckung und das Orange, der Orangeton ist viel blasser. Es kommt eher noch die Färbung vom Rücken her bis in den Bauch rein. Das Männchen vom Teichmolch hat unten eine ausgedehntere Fleckung. Es ist auch der Orangeton kräftiger als beim Weibchen. Aber an den Flanken sieht man trotzdem, dass wieder nur ein ausgefärbtes Gelb oder Orange ist. Es ist kein komplett ausgefärbter oranger Bauch. Das sind so die besten Unterscheidungsmerkmale. Für die Profis sage ich mal, man kann durchaus auch Weibchen und Männchen bei den Molchen noch an den Kloaken unterscheiden. Das sind also die Geschlechtsorgane. Die sind bei den Männchen größer, bei den Weibchen kleiner, aber da darf man sich nicht täuschen lassen, je nachdem, wie weit die schon fortgeschritten sind, dass sie sich paaren können oder nicht. Erkennt man das, diese Kloake oder eben auch nicht. Also das ist nur bedingt zur Unterscheidung herzunehmen. So, den Bergmolch habe ich jetzt fertig. Jetzt gehe ich dann zum Teichmolch über. Hier auf der ersten Folie sehen wir ein Weibchen, ein ziemlich großes Weibchen. Es ist auch relativ breit, relativ dick, das unterscheidet sie vom Männchen und es hat eine einfarbig braune
hellbraune, manchmal olivbraune, sandfarbene Oberseite. Hier sind auch nochmal Weibchen abgebildet. Die Oberseite der Weibchen des Teichmolchs zeigen keine Fleckung. Maximal hier eine kleine Linie vielleicht, aber keine markanten Flecken. Sie wirken eigentlich, wenn man sie von weiter weg sieht, einheitlich braun. Dagegen beim Männchen sind immer eindeutig die Flecken zu sehen, die sich, wie wir es ja gerade gesehen haben, bis auf den Bauch runterziehen. Hier haben wir jetzt zwei verschiedene Trachten. Das ist einmal das Männchen in der Wassertracht und einmal das Männchen in der eben noch nicht Wassertracht, in der Landtracht. Das heißt, sobald die am Gewässer angekommen sind, verweilen sie dort ja eine Weile und kurz bevor sie dann mit der Balz und mit der Werbung anfangen, wächst oder verdickt sich hinten der Schwanz. Es wachsen an den, man sieht es hier, an den Zehen, wie so Schwimmhäute, dass die breiter werden. Er wirkt dadurch etwas wuchtiger, größer und vermutlich auch für die Molchdame auch viel schöner. Die Exemplare, die wir in den Eimern finden werden, zeigen diese Merkmale allerdings noch nicht. Das ist jetzt nur mal zur Information. Die Exemplare, wo wir finden werden, schauen überwiegend so aus. Vielleicht noch kurz zur Größe. Es sind die Teichmolche ein Stück kleiner als die Bergmolche. Es macht nicht viel aus, aber wenn man mal eine Weile an Zaun betreut und etliche Exemplare in der Hand gehalten hat, wird man feststellen, die Teichmolche sind ein ganz kleines Stück kleiner wie die Bergmolche. Das bezieht sich sowohl bei den Weibchen als auch bei den Männchen. So, jetzt gehen wir weiter. Ich habe hier mal ein etwas untypisches Balz- und Laichgewässer für Molche abgebildet. Sie nehmen eigentlich alle kleineren Gewässer gerne an, mögen viel Struktur im Wasser. Es kann aber auch immer sein, dass sie sich so eine Pfütze hier aussuchen. Ich habe also zu Hochzeiten hier in der kleinen Pfütze, die hat eine Ausdehnung von ungefähr 2 Meter auf ein Dreiviertelmeter, schon an die 30 Molche drin gesehen, die dort sich nicht nur versteckt oder getummelt haben, sondern aktive Balz betrieben haben und teilweise auch Eiablage. Hier ist jetzt auch ein typisches Laichgewässer für Molche. Sehr von Vorteil, unheimlich viel Struktur ist da, wo der Molch dann oder die Molch Dame ihre Eier ablegen kann. Die legt sie ja nicht in Ketten wie jetzt die Erdkröte, sondern sie sucht sich spezielle Verstecke aus, nimmt auch vielleicht einmal an so einen Grashalm, der im Wasser liegt, faltet den ein bisschen zusammen und klebt da das Ei rein. Ich habe jetzt hier ein kleines Suchspiel für euch gemacht. Alleine in dem kleinen Ausschnitt, wie viele Molche da zu finden sind. Ich klicke es jetzt mal nacheinander durch, dann sieht man mal, wer sich da alles versteckt. Vielleicht noch als Tipp für die Sammler oder die Zaunabläufer unter uns. Es ist nicht jeder Molch, den ihr jetzt auf die Hand nimmt oder den er im Eimer vorfindet und der solche Stellungen vorweist, braucht er keine Angst haben, der ist nicht tot, sondern die Molche, die stellen sich gern tot. Das ist im Prinzip eine Reaktion darauf, dass sie den Fressfeinden signalisieren, ich bewege mich nicht mehr, ich bin eh schon tot, ich schmecke nicht gut.
Wenn er die Tiere nimmt und irgendwo hinlegt, das wird nicht lange dauern, dann bewegen sie sich wieder und laufen davon. Also keine Angst, die Tiere sind nicht erfroren oder tot, die stellen sich nur tot. Hier mal ein Bild aus einem Eimer, vielleicht als Hinweis. Nicht alles, was ausschaut wie ein Molch, ist auch gleich ein Molch. Hier haben wir zum Beispiel eine Waldeidechse, die da mit in den Eimer reingefallen ist und die bei flüchtigen Hinschauen durchaus jetzt vielleicht mit einem Teichmolch verwechselt werden kann. Die ist allerdings in der Regel viel agiler, rennschneller und ja, lässt sich auch gar nicht aufnehmen. Die versucht also zu flüchten. Das ist im Übrigen noch ein Bergmolchweibchen. Man sieht hier wieder die Marmorierung. Was bei uns leider Gottes nicht mehr sehr häufig vorkommt, das ist der Kammmolch. Verschiedene Stellen oder Strecken haben wir noch, wo er tatsächlich mal in den Eimern landet. Ich habe hier mal ein Bild. Man sieht, der Kammmolch ist ziemlich lang. Er hat also ja, durchaus eine Ausdehnung von Länge von 16 cm, 17 cm, die ausgewachsenen Tiere. Das heißt, dadurch, alleine durch die schiere Größe, lässt er sich von den anderen Molcharten unterscheiden. Der Bauch wäre auch wieder knallorange, aber nicht so wie bei den Bergmolchen ohne Fleckung, sondern mit Fleckung. In der Wassertracht, wie es der Name schon sagt, hat er auch einen riesengroßen Kamm da hinten drauf. Aber ich denke mal, die paar wenigen Kammmolche, die in den Eimern landen, werden den Kamm schon ausgebildet haben. Das ist ein Kamerad, den wir sicherlich ganz wenig in den Eimern finden werden, kommt im Landkreis oder in der Ecke, wo wir jetzt betreuen mit Zäune, fast ja nicht mehr vor, der Feuersalamander. Da braucht man nicht viel dazu erzählen, er ist eindeutig zu bestimmen, wenn er doch einmal wo auftauchen sollte. Jetzt kommen wir schon zu den Kröten. Da haben wir bei uns wohl die häufigste Kröte, das ist die Erdkröte, die an manchen Strecken auch tatsächlich das einzige Tier, das zu finden ist. Es gibt also Strecken, wo betreut werden, da finden sich keine Molche, sondern nur Erdkröten. Ich habe jetzt mal ein paar Bilder zur Unterscheidung. Die Erdkrötenweibchen sind in der Regel viel größer als die Männchen. Also alleine an der Größe kann man es unterscheiden. Hin und wieder findet man in den Eimern auch einjährige Tiere, die des Nächtens natürlich auch umeinander wandern, ihren Standort verändern, aber sicherlich jetzt noch nicht den Drang haben, zum Laichgewässer zu wollen. Die fallen als Beifang in den Eimern. Die sind in der Regel ein bisschen dunkler gezeichnet und haben im Vergleich zu den erwachsenen Tieren relativ häufig eine leichte Rotfleckung. Das sind wie so ganz kleine rote Punkte, die man da sieht. Wenn er da welche in den Eimern findet, die könnt ihr gerne auch mit rübertragen. Die würden sich sicherlich auf der anderen Straßenseite oder am Laichgewässer ihr Revier wieder suchen, wo sie sich aufhalten. Aber die spielen jetzt für das Laichgeschehen keine Rolle. Hier sieht man beim Männchen eine deutliche Olivfärbung. Das ist häufig so. Ich komme dann noch später auf andere Farbvarianten zu sprechen. Ich habe noch mehr Folien vorbereitet. Hier haben wir auch noch mal ein Pärchen. Die sind jetzt beide wieder annähernd gleich gefärbt. Man sieht aber schon deutlich, das Weibchen ist wesentlich dicker, das Männchen schlank. Oft kommt es auch vor, dass die Weibchen tatsächlich schon Teile der Laichschnüre
im Körper mit zum Gewässer tragen. Die entwickeln sich da zeitlang vorher schon. Auch ein Größenunterschied ist wieder deutlich sichtbar. Hier haben wir mal ein Prachtexemplar einer weiblichen Erdkröte. Die hat jetzt wieder ein bisschen einen leichten Rotton. Auf den vergangenen Folien und auch hier sieht man auch etliche kleine Warzen, die sie auf der Haut hat. Sie hat also die Erdkröten haben nie eine glatte Haut. Und deutlich hier zu erkennen, die waagrechte Pupille. Teilweise ein bisschen mit einer Ausbuchtung nach unten, sodass sie wie eine Ellipse wirkt. Hier habe ich Männchen abgebildet. Bei den Männchen kann man während der Wanderzeit sogenannte Brunftschwielen an den Zehen erkennen. Das sind, fühlt sich an oder schaut aus, wie wenn man gummierten Handschuh, wie wenn er Teile eines gummierten Handschuhs da hätte. Das ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zum Weibchen. Diese Brunftschwielen haben tatsächlich den Sinn, wenn sich die Männchen auf den Weibchen festklammern, dass es ein anderes Männchen viel schwieriger hat, viel schwerer hat, den Nebenbuhler sozusagen vom Weibchen runterzustoßen. Es gibt nochmal einen wesentlich festeren Halt. Die verschwinden tatsächlich wieder, wenn die Paarung rum ist, wenn ein paar Wochen vergangen sind, dann bleichen diese Pigmente, das sind schwarze Pigmente, wieder aus und die Zehen schauen wieder aus wie beim Weibchen. Ich habe hier mal einen Fuß von einem Weibchen abgebildet. Da sieht man also diese Brunftschwielen nicht. So, das kann durchaus einmal vorkommen, dass man am Zaun nach einer optimalen Nacht, wenn es 7, 8 Grad hat, die ganze Nacht über regnet, die Eimer sich schon gut füllen. Hier haben wir jetzt überwiegend eigentlich nur Erdkröten, die wir sehen. Ich habe das Bild mal mit reingenommen, dass man mal ein bisschen einen Eindruck gewinnt von der Farbvarianten, von den Farbvarianten und der Fleckung. Oberflächlich schaut alles gleich aus irgendwie. Aber man hat jetzt hier hinten zum Beispiel ein Exemplar, das ist ein bisschen olivgrüner. Hier haben wir eins, da ist ein bisschen eine Fleckung mit dabei. Da sieht man das Hinterteil eines Weibchens. Die haben auch ein bisschen eine rötliche Fleckung. Manche gehen ein bisschen in einen Braunton, manche in einen rötlicheren Ton. Also da ist ein großes Spektrum da. Die sind jetzt alle relativ trocken in dem Eimer. Da hat es wahrscheinlich die Nacht über nicht geregnet. Es kommt auch mal vor, wenn jetzt in dem Eimer viel Dreck ist, viel Schlamm und es richtig geregnet hat, dass man die Farbvarianten gar nicht so erkennen kann. Das ist dann eher so eine schlammige Färbung, die sie haben. Hier ist ein Eimer, da sieht man deutlich die Größenunterschiede zu den einjährigen, beziehungsweise es können auch mal zweijährige sein. Das sind ganz viele in dem Eimer. Die sind also die Hälfte nur so groß wie jetzt dieses Weibchen hier. Die dürft ihr gerne, wie gesagt, auch mit erfassen und auch zum Gewässer tragen oder über die Straße tragen. Die suchen sich ihren Weg wieder. Ja, jetzt kommen wir zur Paarung bei den Erdkröten. Es ist so, dass sich auf der Laichwanderung ja oft schon das Männchen ein Weibchen sucht, dann festklammert und sozusagen damit eigentlich, wenn das Weibchen am Laichgewässer ankommt, der Erste sein will. Er hält sich auch, hat einen unheimlichen Klammerreiz hier mit den
Armen. Das heißt, wenn jetzt da ein Nebenbulle herkommt und den runterschieben will, ist es schier unmöglich. Dazu tragen zum einen diese kräftigen Beine da vorne mit dazu bei und auch die Brunftschwellen, die wir vorhin gezeigt haben. Das nächste Bild, naja, da haben wir auch nochmal zwei Pärchen unterschiedlicher Größe. Das heißt, hier haben wir durchaus ein, ja, ich würde sagen, stattliches Exemplar an Weibchen. Das ist eher ein wenig ein kleineres Weibchen, vielleicht im ersten Jahr der Geschlechtsreife, ist auch ein bisschen ein größeres Männchen, aber es ist, ihr dürft euch nicht täuschen lassen, das ist durchaus auch ein Weibchen und ein Männchen. Also es ist nicht immer so vorgegeben, dass die Weibchen immer größer sind. Da muss man einfach ein wenig ein Auge dafür kriegen. Es kommt auch mal vor, wenn es ganz wild zugeht, dass man solche Paarungen und Verknotungen sieht. Bei den Erdkröten ist es ja so, dass das Verhältnis zwischen Weibchen und Männchen ungefähr auf ein Weibchen kommen zwischen 3 und 7 Männchen. Das heißt, die Männchen kämpfen natürlich um die Weibchen. Das geht oft einmal so vor, dass eben ein Männchen kommt und das andere verdrängen will. Das kann aber auch so weit kommen, dass sich mehrere Männchen um das Weibchen schlagen und rumknödeln, sodass die überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, sich zum Laichgewässer hinzubewegen. Dummerweise am Laichgewässer passiert es auch, wenn dort noch unverpaarte Weibchen sind, dass sich die mal von 3 oder 4 Männchen geschnappt werden oder noch mehr da hängen. Das ist dann ein Riesen, schaut aus wie ein Ball, ein Riesenknödel, was leider Gottes auch dazu führen kann, dass die Weibchen dadurch zu Tode geliebt werden, sozusagen. Wenn die Paarung erfolgreich verlaufen ist, wird man nach einiger Zeit diese Laichschnüre sehen. Das ist also ein eindeutiges Indiz, dass hier in dem Gewässer Erdkröten vorhanden sind. Die Laichschnüre sind zwischen 2 und 5 Meter lang, würde man sie aufdröseln. Und die Weibchen können zwischen 2 und 6.000, 7.000 Eier legen. Das ist also eine ganze Menge. Jetzt kommen wir zu einer anderen Kröte, die durchaus auch noch vorkommen kann bei uns, zwar relativ selten, aber es gibt also verschiedene Stellen, wo man die hin und wieder in den Eimern finden. Das ist die Knoblauchkröte. Bitte nicht Knoblauchskröte, das wird oft einmal falsch geschrieben. Die hat kein S in der Mitte. Warum der Name? Wenn man so ein Tier im Eimer sitzen hat und das sitzt da mal die Nacht über und wartet, dass es in der Früh ausgeleert wird, der Eimer, und man hält mal die Nase über den Eimer drüber, die riecht tatsächlich nach Knoblauch oder wahlweise auch Bärlauch. Die Knoblauchkröte hat andere Färbung und Musterung wie die Erdkröte. Man sieht also hier dunkle Schattierungen, helle Streifen, helle Flecken. Es sind auf den Beinen deutlich Fleckungen zu erkennen. Und ganz wichtig, sie hat eine gedrungene Form. Die schaut aus, wie wenn man vorne und hinten einen Finger angesetzt hätte und sie zusammengeschoben hätte. Zumeist, wenn sie aufgeschreckt ist oder jetzt im Eimer sich verfangen hat, sitzt sie so drinnen, die Beine ganz arg angelegt, fast kugelrund. Es ist, naja, man kann sie dadurch von den Erdkröten gut unterscheiden. Hier haben wir jetzt ein wenig ein dunkleres Exemplar. Bei dem helleren Exemplar kann man auch ganz leicht solche roten Punkte erkennen. Die müssen nicht da sein, aber häufig sieht man die. Muss ich gucken, hier haben wir
auch noch einen kleinen Höcker, der da oben auf dem Kopf drauf ist. Das sieht man jetzt auf dem Bild ein wenig schlechter. Und das da runterschieben. Ja, da, auf dem Bild kommt es auch schlecht raus, aber der Kopf weist tatsächlich hier ein bisschen eine Beule auf. Das ist auch noch ein Unterscheidungsmerkmal. Ich gehe nochmal zum Bild von vorher zurück. Nee, Moment. Die Knoblauchkröte hat senkrechte Pupillen. Vergleich zur Erdkröte, wo wir vorhin festgestellt haben, dass das waagrechte Pupillen sind. Hier haben wir jetzt ein Bild, wo in dem Eimer neben der Erdkröte eine Knoblauchkröte drinnen ist. Wie gesagt, wie gerade erwähnt, sie sitzt und harrt aus, zumeist in so einer runden Form, ist diese gedrungene Körperform. Hier sieht man wieder den kleinen Knubbel auf dem Kopf. Die Augen sind auch anders angeordnet als bei der Erdkröte. Und man wird deutlich riechen, dass in dem Eimer eine Knoblauchkröte sitzt. Die Knoblauchkröten kommen überwiegend in Gegenden vor, wo sehr sandige Böden hat. So, jetzt kommen wir zu den Grasfröschen. Hier haben wir zwei ganz besonders toll gefärbte Exemplare. Das Weibchen unten hatten wir ja schon fast eine Gelbfärbung. Das Männchen eine ordentliche Fleckung und eine schöne Braunfärbung. Die schauen nicht alle so aus. Die haben ein relativ großes Spektrum an Farbvarianten. Na. Bei dem Männchen hier sieht man ein Exemplar, das dann eher etwas grünlich gefärbt ist. An den Hinterbeinen so Querbänder, zumeist in grün oder braun. Und vielleicht, weil man es hier auf dem Bild ganz gut erkennen kann, die Pupillen sind nicht in irgendeiner Form ein elliptischer Streifen in der Waagerechte oder in der Senkerechte, sondern die sind ziemlich gut ausgefüllt. Ja. Hier haben wir mal einen Eimer, da sieht man die verschiedenen Größen und Farbvarianten. Das kann also gehen von einem ganz dunklen Exemplar hin zu einem rötlicheren Exemplar. Da unten haben wir einen sehen, der hat eher eine Grünfärbung. Dann Braunfärbung, da haben wir wieder einen, der hat ein bisschen eine Musterung drauf. Also das ist sehr flexibel, sehr variabel. Hier habe ich noch ein Exemplar mit einer deutlichen Musterung, mehr ins Dunkelbraun gehen. Im Eimer verhalten sich die Grasfrösche sehr agil. Das heißt, die Erdkröten hocken eigentlich eher rum und warten ab. Die Grasfrösche turnen dann schon auch einmal rum und versuchen, den Eimer mit einem beherzten Sprung zu verlassen. Wenn man sie rausnimmt aus dem Eimer, kann es auch gut sein, dass er einem von der Hand runterhüpft. Hier in dem Gewässer deutlich zu erkennen, die Laichballen der Grasfrösche. Das heißt, die Grasfrösche laichen nicht in Schnüren oder in einzelnen Eiern ab, sondern in richtigen Ballen. Das ist jetzt, sind von mehreren Exemplaren mehrere Ballen. Die sind nicht mehr ganz frisch. Das heißt, das sind die Larven schon geschlüpft. Man sieht es hier, das heißt, die haben sich auch alle schon ein bisschen so leicht bewegt. Na.
So, eine andere Froschart, die noch, oder die Froscharten, die noch im Eimer sitzen können, das sind die Wasserfrösche. Nachdem wir bei den zwei Arten und dem einen Hybrid, den wir haben, eine Unterscheidung sehr schwer ist, fasst man diese Wasserfrösche zum sogenannten Wasserfroschkomplex zusammen, unterscheidet auch nicht die einzelnen Arten, sondern führt, wenn man zur Statistik führt, einfach nur auf, dass sie aus dem Wasserfroschkomplex sind. Es gibt als Vertreter den Seefrosch, den kleinen Wasserfrosch, das sind beides Arten. Und wenn sich diese beiden Arten untereinander paaren, das funktioniert also, dann entsteht der Teichfrosch. Es ist ein Hybrid zwischen dem Seefrosch und dem kleinen Wasserfrosch. Diese Wasserfrösche haben eigentlich eine viel größere Bindung ans Gewässer als die Molche und die Kröten. Darum werden wir die auch nicht so oft in den Eimern finden. Sollten doch mal welche drinnen sein, nimmt sie einfach und setzt sie an euer Gewässer oder über die Straße drüber. Auch die finden sich zurecht und gehen ihren Weg. Die Wasserfrösche sind in der Regel immer grün. Die haben immer irgendwo einen Grünanteil mit dabei. Häufig auch zu sehen, dieser Strich auf der Mitte des Rückens, ein grüner Strich, der muss aber nicht da sein. Er kann auch einmal fehlen. Ihr seht, die Grüntöne variieren. Hier haben wir ein relativ dunkel olivgrünes Exemplar. Hier ein ganz normal schön grün gefärbtes Exemplar. Bei dem hier sieht man diese Bänderung an den Beinen wieder recht gut. Ich denke mal, dass wenn bei uns Wasserfrösche vorkommen, dürften es vorzugsweise diese Hybridarten sein, der Teichfrosch oder der kleine Wasserfrosch. Der Seefrosch wird eher seltener vorkommen, denn der mag eigentlich eher die größeren Gewässer. Ja, was vielleicht auch noch in den Eimern auftauchen kann, das ist der Laubfrosch, auch knallig grün, den kennen ja die meisten. Er hat keine Fleckung auf dem Rücken. Aber es ist auch recht selten, dass der sich in den Eimern fangen lässt, beziehungsweise von einem Zaun abhalten lässt, denn der kann ja mit seinen Saugnäpfen, die er hat, problemlos an der Eimerwand hochlaufen. Und wenn er mag, schafft er es auch, den Zaun zu überklettern. Das ist überhaupt kein Ding. Bloß falls mal einer auftauchen sollte, so sieht er aus, richtig knallig grün. Er hat hier einen braunen Streifen auf den Seiten, die sind aber von der Ausdehnung auch unterschiedlich groß. So, jetzt sind wir schon beim nächsten wichtigen Punkt. Das sind ist die Gefährdung unserer heimischen Amphibien. Da habe ich jetzt mehrere Punkte, die gehen wir jetzt nacheinander durch. Als erstes sind es die Prädatoren. Da können natürlich etliche Reiher eine Rolle spielen, der Storch, auch Entenvögel sind mit dabei, Nachtgreife wie der Waldkauz zum Beispiel. Die lassen sich alle unsere heimischen Amphibien schmecken. Gibt auch etliche Säugetiere, die da zugreifen. Leider hat man auch schon in Vergangenheit festgestellt, dass sich der immer weiter ausbreitende Waschbär gerne mal direkt an den Eimern bedient, an der Sammelstrecke. Wenn es da zu Problemen kommen sollte, bitte unbedingt melden. Das wäre durchaus interessant für uns. Ein großes Thema ist die Lebensraumzerstörung
unserer Amphibien. Wir haben hier einen verfüllten Graben. Es werden Wiesen trockengelegt. Es werden kleine Mulden trockengelegt. Es kommt immer wieder vor, dass zu nahe an Gewässer, an Uferstreifen gedüngt wird. Der Pestizideinsatz oder der Gifteinsatz auf Flächen, wo die Amphibien drüber wandern, setzt ihnen zu. Auch die Ausbringung von Gülle auf Flächen, wo sie jetzt im Frühjahr drüber wandern, ist durchaus gefährlich. Denn die Amphibien nehmen die Feuchtigkeit ja auch über die Haut auf, sodass diese ätzenden Stoffe durchaus auch in die Haut eindringen können. Die Amphibien sterben dadurch ab. Das ist jetzt, na, ich habe unter Krankheiten hier mal zwei Erdkröten abgebildet, die wohl mal in Kontakt gekommen sind, entweder mit Gülle, mit irgendeinem Gift oder vielleicht auch mit irgendeinem Hautpilz. Es gibt dann Veränderungen. Die beiden Exemplare haben es überlebt. Es wird aber, man sieht immer wieder auch genügend Exemplare, die es leider nicht überleben. Ein weiteres Thema, was jetzt erst in den letzten Jahren durchaus ein bisschen in die Diskussion gekommen ist, das ist der Nahrungsmangel. Wie ihr alle mitbekommen habt, haben unsere heimischen Insektenbestände drastisch, sind drastisch reduziert durch Lebensraumverlust, durch alle möglichen Ursachen. Das möchte ich jetzt hier gar nicht näher erörtern. Insekten stellen natürlich ein naja, gewisse Anteil an Nahrung für unsere Amphibien da. Wenn es weniger Insekten gibt, haben die Amphibien weniger zu fressen. Das heißt, es sind geschwächte Tiere, die vielleicht die Saison dann gar nicht überleben oder die aufgrund der Schwächung sich auch entscheiden, dass sie eben nicht zu den Laichgewässern wandern. Das heißt, diese Tiere können sich nicht reproduzieren. Die Population schrumpft dadurch. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptpunkt, das ist der Straßenverkehr. Da habe ich jetzt etwas schockierendes Bild, aber leider Gottes kommt ja das an vielen Straßen vor, wo Amphibien wandern. Die Gefährdung durch den Straßenverkehr ist im Prinzip auch der Grund, warum wir diese Zäune stellen, warum wir die ja, fast landkreisweit die größte Artenschutzaktion machen. Und damit gehe ich jetzt auch schon zum nächsten Punkt über, nämlich die Amphibienzaunbetreuung. Jetzt muss ich mal das da verändern, Moment. Ich habe hier mal aufgezählt, was man zur Amphibienzaunbetreuung dabei haben sollte, was auf jeden Fall unerlässlich ist und wichtig ist, das ist die Warnweste. Wir gehen ja oft einmal raus, nachts raus an die Zäune. Die Zäune stehen oft einmal an Kurven, das heißt, die Autofahrer können uns schlecht erkennen. Bitte geht es nur mit Warnweste raus und es ist einfach in eurem eigenen Sinne und zu eurem eigenen Schutz. Als Taschenlampe hat sich gut geeignet die Stirnlampe. Das heißt, hat man die am Kopf, sind die beiden Hände frei. Man kann die Eimer leeren, man kann die Tiere aufnehmen oder auch Statistiken führen, ohne dass man in der einen Hand die Taschenlampe halten muss. Ein Eimer ist ganz wichtig, denn man sollte die Eimer in den Löchern belassen. Nehmen Sie den raus oder zu oft raus, dann brechen die Wände ein und Sie bringen den Eimer nie mehr wieder so schön rein, wie er vielleicht zu Beginn drinnen ist. Drum einfach einen Eimer mitnehmen und die Tiere aus dem Eimer rausnehmen und in dem Eimer sammeln. Ich nehme mal ein Klemmbrett mit, da schreibe ich mir dann, im Prinzip, das ist jetzt aus Plastik, dieses Brett, da kann ich mir direkt mit Bleistift auftragen, auch wenn es regnet, was ich für Arten gefunden habe, um sie dann zu Hause auf eine entsprechende Liste zu übertragen.
Klar, wasserdichte Schuhe, Kleidung ist natürlich unerlässlich. Wir gehen ja oft einmal raus, wenn es im Strömen regnet. Es macht keinen Spaß, 2 Stunden lang den Zaun zu betreuen, wenn man patschnass ist. Na. Jetzt habe ich ein paar Tipps zu den Eimern. Hier sehen wir mal einen gut eingebauten Eimer. Es sollte der Rand hier ziemlich einmal ran ziemlich abschließen mit dem Erdreich, damit da nichts reinfallen kann, keine Molche reinfallen können. Der Zaun sollte ziemlich nah am Eimer entlang laufen. Das heißt, wenn die jetzt da entlang kommen, fallen sie einfach in den Eimer rein. Jetzt kommen ein paar Beispiele von schlecht verbauten Eimern. Der Zaun ist viel zu weit weg vom Eimer. Die können da hinten rum unterm Zaun durchschlupfen, die können darum, freilich fallen es vielleicht da mit viel Glück hier irgendwo in den Eimer rein. Es gibt hier genug Möglichkeiten, dass sie, bevor sie in den Eimer reinfallen, überhaupt schon mal neben dem Eimer darunter fallen. Oft liegen sie dann unterm Eimer, ist es blöd, weil eigentlich sollte man den Eimer nicht raus tun. Jetzt bei solchen Eimern schaue ich dann schon mal ab und zu mal unten nach oder ich gehe einfach her und tut da noch ein wenig mit Dreck verfüllen, dass das wieder alles schön bündig ist. Als noch einmal ein Beispiel von oben, es ist einfach hier viel zu weit weg, der Eimer vom Zaun, das bringt nichts, da laufen die Amphibien vorbei. Wie man hier zum Beispiel auf dem Bild erkennen kann. Hier haben wir auch noch mal deutlich den Rand zu sehen, da fallen oft einmal Molche runter. Was wir leider in den letzten Jahren öfters hatten, es sind Eimer mit viel zu großen Löchern verbaut worden, sodass es vorkommt, dass sich hier tatsächlich die Molche drin verfangen. Ich habe im vergangenen Jahr sogar einen Eimer gehabt, da war eine kleine Erdkröte halber die drin gesteckt. Es versuchen immer wieder die Laufkäfer, die in die Eimer reinfallen, durch die Löcher zu krabbeln. Die kommen dann mit dem vorderen Teil mit den ersten 2 Beinen durch, der Körper schaut hinten raus, ganz schwierig, die rauszubekommen. Die richtige Lochgröße sind 4 bis 5 mm. Die brauchen wir in die Eimer, damit, wenn es recht arg regnet, das Wasser ablaufen kann. Mehrere Interventionen bei den Straßenmeistereien haben jetzt schon dazu geholfen, dass man diese Eimer langsam aussondern. Es sollten eigentlich nicht mehr viele unterwegs sein, also mit so großen Löchern. Wer tatsächlich noch an seiner Strecke welche findet, bitte umgehend bei uns Bescheid sagen, dass wir uns darum kümmern können, dass die ausgetauscht werden. Hier ist noch einmal ein Beispiel. Das sind viel zu große Löcher. Es sind auch unterwegs mal Youngsters von den Molchen, einjährige Tiere, die fallen da durch und müssen 3 Wochen, 4 Wochen unter den Eimern verharren. Da kommt nichts Gutes raus dabei. Wenn der Zaun schlecht aufgebaut ist, dann sind diese Abstände zwischen den Haltepfosten zu groß, was dazu führt, dass der Zaun lummelig niederhängt. Vom Hersteller dieser Zäune haben wir eigentlich die Vorgaben, dass alle 2 Meter diese Haltepfosten angebracht werden sollen und dann die Heringe, die Niederhalter hinten mindestens 2 oder 3 Stück. Wäre jetzt vielleicht für die Erdkröte oder für den Teichmolch egal, die kommen da nicht drüber, aber Grasfrosch hupft da gerne mal drüber. Und es ist auch so, wenn der Zaun zu lummelig aufgebaut ist, da fängt sich der Wind drinnen und dann gibt es, da kommen jetzt in den nächsten Folien drauf, noch ganz andere Probleme. Hier haben wir noch eine Stelle, wo einfach der Boden uneben ist. Wenn sowas mal vorkommt, nehmt einfach ein wenig Erde und schobt es unten drunter, dann ist da auch kein Entkommen. Wenn der Wind zu arg an den Zäunen arbeiten kann, oder hier haben wir jetzt in Lerbach draußen eine große Fläche, wo der Wind drüber pfeifen kann, wenn die Heringe, die Niederhalter immer mehr
vergrößern sich die Löcher da, wo die im Boden festhalten. Irgendwann kippt der Zaun komplett um. Da muss man dann einfach nachbessern. Es ist oft einmal schwierig, hier diese Niederhalter unterzubringen. Das Parkett ist relativ fest. Im Zweifelsfall bei der Zaunkontrolle, wenn ihr sowas seht, müsst ihr einfach selber Hand anlegen mit dem Hammer und das Zeug wieder reinklopfen. Oder wenn es großflächiger ist, auf jeden Fall bei uns Bescheid geben, dass da die Straßenmeisterei noch einmal vorbeifährt. Denn das ist auch gefährlich. In so einem Bereich kann sich der Wind immer mehr fangen und dann weht es die Zäune auch immer schnell auf die Straße. So, jetzt haben wir noch ein paar Überraschungen, die dem Zaunbetreuer durchaus passieren können. Zum Beispiel so, dass man einen schönen Tages ans Gewässer hinkommen kann, man die Frösche oder die Molche absetzen will und da sieht man, dass es abgelassen wurde. Gerade jetzt in der Frühjahrszeit, wenn dann Ostern kommt, brauchen viele Teichwirte ihren Besatz, der im Weiher drinnen ist, lassen die Weiher ab und fischen ab. Es ist ein Problem. Ich habe bei meinem Weiher, den ich da betreue, festgestellt, dass es an der Population tatsächlich nicht markant was ändert. Das liegt daran, dass ich mit dem Besitzer abgesprochen habe, er soll immer eine kleine Wasserpfütze stehen lassen. Er hat auch oberhalb dieses Weihers einen anderen Weiher, den er sofort den Mönch aufmacht, dass hier wieder Wasser reinlaufen kann. Und ich weiß auch zu Beginn der Saison immer schon, welchen der beiden Weiher er ablassen wird, sodass ich also die Tiere dann immer in den anderen Weiher trage. Sicherlich, diese Möglichkeit gibt es nicht überall, aber ich würde euch bitten, dass ihr einen Kontakt zu den Pächtern, zu den Weiherbesitzern sucht und vielleicht einmal mit den Leuten redet, ob man das nicht ein paar Tage hinauszögern kann, ob man sich absprechen kann, dass nicht wenigstens eine Pfütze stehen bleibt. Das bringt was. In den Eimern finden sich immer wieder mal auch Mäuse. Das ist leider so. Die müsst ihr halt dann auch wieder rausbugsieren und dann mit viel Glück sind sie am nächsten Tag nicht wieder drinnen. Wundert es euch nicht, wenn vielleicht auch mal in dem einen oder anderen Eimer keine Molche sind, denn ich habe auch schon erlebt, dass die Kameraden es tatsächlich schaffen, gerade wenn die Eimer recht dreckig sind, dass sie den Eimer überwinden können. Die büchsen dann einfach aus. Das schaffen also nicht nur die Bergmolche, sondern durchaus auch die Teichmolche, die kraxeln da dann hoch und ja, laufen entweder zum nächsten Eimer oder man findet sie dann an der Strecke am Zaun irgendwo. Auch die Kröten schaffen es durchaus, dem Eimer rauszukommen. Wenn unten tatsächlich schon einiges los ist im Eimer, gibt es noch einen, der dann Steigleiter macht und schon ist man schwuppdiwupp draußen, aber das nur am Rande erwähnt. Hier seht ihr mal ein Bild, das hat man schon teilweise bei den Eimern, die ich gezeigt habe, gesehen. Es liegt immer wieder mal so Rollkork in den Eimern. Warum der Rollkork? Ich mache jetzt mal die nächste Folie. Es hocken tatsächlich, das ist also der Rollkork kurz gelüftet, unter dem Kork jede Menge Tiere. Den Rollkork lege ich deshalb rein. Ich habe eine Strecke, die ist nicht beschattet, stehen keine Bäume. Das heißt, ab früh 7 scheint da die Sonne drauf. Ich will damit verhindern, dass der Eimer zu schnell austrocknet. Unter dem Kork haben die Kröten die Möglichkeit, dass sie sich verstecken und auch feucht halten. Unter anderem auch vor Prädatoren verstecken. Also der Reiher, der da vielleicht einmal vorbeiläuft, wird jetzt dann nicht gleich merken, dass da was drin das sitzt. Hat noch einen anderen Vorteil. Es gibt Eimer, die sind in recht feuchten Gebieten verbaut. Da dringt von unten durch die Löcher Wasser ein. Oder wenn es recht viel regnet, das Wasser kann immer ablaufen. Der Kork schwimmt immer oben auf der Wasseroberfläche. Die eine Maus oder der eine Laufkäfer, der mal reinfällt in den Eimer, kann sich darauf retten und wird dann nicht gleich ersaufen. Wer mag, das ist jetzt ein bisschen, ja, die einen mögen es, die anderen nicht, kann noch einen Eimer, in den Eimer ein Stecken reinlegen. Auch das soll ein
Ausgangsbrettchen für reingefallene Mäuse sein oder Käfer. Die Erdkröten kommen da nicht raus. Wie es mit den Molchen ausschaut, weiß ich nicht. Ich glaube eher da nicht. Aber ich habe jetzt noch nie beobachtet, dass den Steckengermaus genommen hätte zum Rauslaufen. Muss allerdings auch sagen, ich hatte noch nie an einem Mitstecken, wo Mäuse drinnen waren. Also scheint es vielleicht doch zu helfen. Da bin ich durchaus froh um jeden Tipp von anderen Sammlern, die vielleicht schon beobachtet haben, dass sich also eine Maus über so ein Stecken rausrettet. Habt ihr die Eimer alle voll und versucht jetzt auszuleeren? Ist von Ort zu Ort, von jeder Location praktisch unterschiedlich, wo man die Tiere rauslässt. Wenn im Prinzip keine Deckung vorhanden ist, bin ich eigentlich dafür, man nimmt die Tiere und trägt sie gleich zum Laichgewässer. Es gibt Stellen, da ist das Laichgewässer relativ weit weg. Es liegt noch ein Wald dazwischen. Da sehe ich jetzt nicht so die große Notwendigkeit, dass man zu arg in den Lebenszyklus dieser Tiere eingreift, sondern da trägt man es dann einfach über die Straße. Es ist sozusagen vor dem Überfahren gerettet. Das Tier kann dann eigenhändig im Wald noch weiterlaufen zum Laichgewässer. Das muss man vor Ort wirklich als Betreuer entscheiden, wie man es am besten macht. Ja, die Früchte unseres Handelns sind dann die kleinen Hüpferlinge, die dann nach ein paar Wochen zumeist so im Juni das Gewässer verlassen. Jetzt habe ich hier noch einmal eine Statistik, das heißt vom Bund Naturschutz waren jetzt in dem Einzugsbereich unserer Kreisgruppe an die 50, knapp 50 Stellen betreut, Zäune gestellt. Und wir haben jetzt im letzten Jahr immerhin die stattliche Zahl von über 40.000 Tieren gehabt. Das variiert von Jahr zu Jahr, mal sind es ein paar 30.000, mal geht es an die 50.000 ran. Hängt von verschiedenen Einflüssen ab. Wann stellen wir die Zäune? Sind es genau exakt richtig zu Beginn der Wanderung gestellt? Es hängt von vom Wetter, vom Sommer im Vorjahr ab. Ist der recht trocken? Beziehungsweise wie sich die Populationen entwickelt haben in den einzelnen Gebieten. Aber es ist doch eine stattliche Zahl, die wir da jedes Jahr retten. Noch eine andere Tabelle. Hier haben wir mal nach Arten aufgeschlüsselt. Ihr seht, die Erdkröte ist eindeutig die häufigste Art, gefolgt von den Teich- und Bergmolchen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, der Kammolch und die Knoblauchkröte kommen relativ selten nur noch vor. Bei den Fröschen, Wasserfrosch und Grasfrosch, die halten sich ziemlich die Waage. Wir dürfen uns von all diesen tollen Zahlen nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass wir nur eine Rettungsmaßnahme machen. Das Allerwichtigste ist, dass wir gegen die Lebensraumzerstörung ankämpfen. Und da ist der Bund Naturschutz ja dran. Er versucht in allen möglichen Bereichen die Zerstörung der Lebensräume der Amphibien in irgendeiner Form zu verhindern. Mal gelingt es besser, mal weniger. Wer draußen durch die Lande fährt, sieht, dass überall an alle Ecken brennt. So, jetzt bin ich am Ende meines Vortrags. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe dem einen oder anderen ein bisschen helfen können, jetzt bei der Bestimmung der Arten ein bisschen Tipps vermitteln können. Es besteht jetzt noch über den Chat die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Vielen Dank. Also auch von meiner Seite, Micha, herzlichen Dank, war ein super schöner Vortrag. Und ich denke, jetzt wird jeder oben die Wolke finden und dann einfach eintippen. Die erste Frage kommt jetzt vom David. Können die Infos insbesondere zur Bestimmung der Arten als auch als Handout zur Verfügung gestellt werden? Danke für den Vortrag. Also das erste Lob ist dann auch von den Teilnehmern gekommen.
Jawohl, Dankeschön. Die Infos können zur Verfügung gestellt werden. Wir haben hier in der Geschäftsstelle zwei tolle Broschüren, wo im Prinzip ähnliche Bilder drinnen sind, wie die, die ich jetzt gezeigt habe. Das heißt, wer da diese Broschüren möchte, hat die Möglichkeit, die entweder hier abzuholen oder jetzt einfach zu sagen, wir sollen sie ihm zuschicken. Das ist auch kein Ding, das geht. Okay, es kommen die nächsten Fragen rein, und zwar zur Pilzkrankheit. Wir haben ja erfahren, dass gerade die Feuersalamander in einigen Gegenden Deutschlands durchaus im Bestand gefährdet sind durch diese Pilzkrankheit. Und wie ernst ist es jetzt hier in Mittelfranken mit der Verbreitung? Ich muss sagen, es gibt da wahrscheinlich noch zu wenig Datengrundlagen. Ernst zu nehmen ist das Ganze definitiv, denn gerade bei den Feuersalamandern hat diese Krankheit, diese Pilzkrankheit, eine Mortalität von 100%. Das heißt, wenn sie da mal ankommen, dann wird es vorbei sein mit den Feuersalamander. Allerdings, das ist jetzt blöd gesagt, weil wir hier keine haben, unser Glück. Das heißt, in unserer Ecke hier haben wir keine Feuersalamander mehr. Die nächsten Vorkommen, die ich jetzt noch weiß, die sind im Raum Rodenburg, an der Tauber da, im Muschelkalk. Es ist schon ernst zu nehmen. Man sollte zumindest versuchen, wenn man in so einer Ecke betreut, dass man die Handschuhe, die man nimmt, die Schuhe, die Eimer, dass man die alle nur tatsächlich für dieses eine Gewässer einsetzt. Wenn man jetzt mehrere Gewässer betreut, sollte man für jedes Gewässer tatsächlich ein extra Set mitnehmen, damit vom einen Gewässersystem, also wenn jetzt ein Pilz vorkommt und du hast jetzt einen Gewässerlauf und 3 Kilometer später hast noch einmal eine Stelle, das wird sich verbreiten. Also ich spreche jetzt immer von einem Gewässersystem, dass man da getrennte Handschuhe und getrennte Eimer verwendet. Ansonsten kann ich jetzt nichts Näheres über die Verbreitung dieser Pilzkrankheit bereits im mittelfränkischen Raum sagen. Da fehlt mir schlicht und ergreifend die Datengrundlage. Okay, du bist schon ein bisschen auf die Handschuhe eingegangen. Eine konkrete Frage vom Horst: Brauchen wir Nitrilhandschuhe? Ich würde es klar mit Jein beantworten. Ich kann es nicht sagen. Er kann es gerne kaufen, kann die gerne nehmen. Aber nachdem er jetzt hier in Röshof und wo man, was man jetzt alles so an Betreuungsstellen einfällt, keinen Feuersalamander haben, würde ich es jetzt mal nicht so als oberste Priorität ansehen. Okay, dann da gleich das nächste Lob. Toller Vortrag. Aber auch die Frage, gibt es Tendenzen zu oder Abnahmen der Vorkommen über die letzten Jahre? Die gibt es, es ist richtig. Wir haben also gemerkt, dass speziell in der Phase, wo jetzt da zwei trockene Sommer hintereinander waren, zumindest die absolute Zahl, also die Gesamtzahl an Amphibien, die unsere Statistik auswirft, deutlich geringer war. Interessanterweise ist das aber nicht auf alle Strecken bezogen. Wir hatten Strecken, die waren vom Bestand her kontinuierlich. Wir haben Strecken, die einen ganz massiven Rückgang aufgewiesen haben. Wir haben Strecken, die sogar einen Zuwachs hatten. Also ich sage jetzt mal, das Problem trockener Sommer war nicht an jeder Strecke merkbar. Ansonsten müssen wir ganz klar sagen, die Betreuung, die wir an den Strecken unternehmen, und die Statistik, die wir führen, lässt definitiv keine wissenschaftliche Auswertung draus machen. Denn wir sehen ja mit dem Zaun immer nur einen Teil der Population, die zum Gewässer zuwandert. Es breiten sich die Amphibien ja sicherlich auch um den restlichen Teil des Gewässers aus. Dort gibt es Wälder, wo sie reingehen. Das heißt, in so einem, ich sag mal, in einer intakten Gegend, wo wir eine Stelle mit einem Zaun betreuen und wo außenrum vielleicht noch ein bisschen ein vernünftiges Grünland, Chaos, Wälder herrscht, da hast du eine Population, die sich immer wieder austauscht und die letztendlich in dem Weiher
herrscht, da ist das, was wir an den Zäunen zählen, nicht belastbar. Das ist also, das sind alles nur Tendenzen und Vermutungen. Aber man kann sagen, es gibt Strecken, wo wir über die letzten 10, 15 Jahre einen stetigen Rückgang haben. Ich kann es jetzt als Beispiel sagen, den Höferweiher bei Höfen-Lengenfels und auch die Röshoferweiher. Ja, es sind sicherlich viele Einflüsse, die da wirken, sei es Nahrungsmangel, sei es durchaus das angesprochene Wetter, der trockene Sommer. Es kann auch sein, dass man den Zaun einmal 2, 3 Tage zu spät stellt, die ersten Molche schon drüber sind. Es kann andere Einflüsse haben, die wir noch gar nicht wissen. Es kann auch einmal ein Befall mit irgendwelchen Fliegen sein. Es gibt zum Beispiel die Schmeißfliege und die Kröten-Goldfliege, heißt sie, glaube ich, die ihre Eier auf der Haut der Amphibien ablegen. Die Larven wandern dann über die Nasen in die Tiere rein, fressen da sich durch und das Tier stirbt ab. Wenn in einer Region so ein Befall vorliegt, der kann durchaus einmal zu einem Zusammenbruch von 90% der Population führen. Danke für die ausführliche Antwort. Helmut will noch was dazu sagen oder hat sich das ergeben? Nee, ich wollte es schon klarstellen, ergänzen. Uns muss klar sein, mit der Laichwanderung, da können wir vielleicht ein Fünftel oder ein Sechstel oder Siebtel des Jahreslebenszyklus, wo sie aktiv sind, Amphibien abdecken, nachdem gerade die Massenlaiche wie die Erdkröte beispielsweise und die Grasfrösche ja sehr zügig nach dem Ableichen das Gewässer verlassen, ist das Hauptproblem der Jahreslebensraum. Und wie der Micha sagt, die Statistiken, die gehen ja bei uns bei einigen Gewässern bald 40 Jahre zurück, wo wir es weiß, überwiegend sind sie rückläufig da. Und man kann das zwar nicht pauschal sagen, aber es ist zumindest so, dass dort, wo der Jahreslebensraum, wenn sie das Wasser verlassen haben, wo es im Wald ist, da ist es meistens besser, weil sie da wenig Bedrohung durch die Bewirtschaftung haben. Diejenigen, wo vom Baumschlang erschlagen werden oder vom Harvester zerdrückt oder dergleichen in der Fahrspur, das ist unter ferner liefen, aber entscheiden oder Problem, das Wesentliche ist einfach die Landbewirtschaftung, ob Grünland oder Ackerland. Wenn ich ans Grünland, wie man sagt, in der Landwirtschaft an die Wiesen denke, Hauptproblem, die Intensivnutzung, silieren üblicherweise 4 Schnitte im Jahr mit schnell fahrenden, rasant drehenden Kreiselmähwerken, Knickzettern, es wird dann sofort geschwartet und es wird dann gehäckselt oder gepresst oder mit dem Ladewagen abgefahren. Das heißt, so wie das läuft, da kommen kaum Kleintiere in diesen Wiesen lebend heraus, einschließlich Amphibien. Also das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren, so wichtig die Betreuung der Laichwanderung auch ist. Und was die Teichwirtschaft betrifft, auch da ist für die anspruchsloseren Arten wie die Erdkröte, da, das weiß man, da ist das, die Intensität kein besonders großes Problem, für manch andere anspruchsvollere Arten schon. Aber was angesprochen wurde, dass man dann, kaum hat man die Amphibien gerettet zum Ableichen, dass dann das Gewässer abgelassen wird, das ist, denke ich, die schlechteste Möglichkeit, wenn man mit dem Deichbesitzer redet, und das sollten wir immer tun, dass man wirklich Kontakt hat. Dieser Rest-Mini-Wasserstau rettet schon viele, aber das Bessere ist eigentlich, wenn man Kontakt hat, dass die Teiche, ja, die wo über Winter als Winterung da sind und wo dann die Karpfen oder Fische, die man eben da zwischen Februar und Ende April bis hin zu den Osterkarpfen deutlich besser vermarkten kann als im Herbst, wo jeder vermarkten will. Das hat einfach betriebswirtschaftliche Gründe. Die werden eben dann sukzessive abgefischt. Also was das Bessere ist üblicherweise, wenn man Kontakt zum Deichwirt aufnimmt, dass er solche, die über den Winter also Wasser haben und irgendwann abgefischt werden, dann eben möglichst noch, was im Februar möglich ist, also bevor es Ableichen beginnt und dann gleich wieder gestaut wird, dann hat man die Sorge da, dass durchs Ablassen natürlich ein Teil der
dass Laiches und so weiter auch rausgeschwemmt wird oder Kaulquappen, dann ist zumindest dieses einigermaßen gelöst. Ich sehe jetzt hier noch weitere Fragen in der Chatleiste. Ich nehme jetzt gleich einmal die nächste auf. Zu welcher Tageszeit sind die Zaunbetreuer unterwegs? Das ist A, entweder in den Morgenstunden, in den Abendstunden oder definitiv dann zu beiden Zeiten, wenn recht viel los ist. Das heißt, es gibt Strecken, da reicht es, wenn man es in den Morgenstunden betreut. Man kennt die Strecke ja, man weiß, ob jetzt da so viele vorkommen, dass man im Prinzip die einmal mehrfach leeren muss. Wenn es mageres Aufkommen ist, dann reicht es, wenn man in der Früh geht. Da allerdings bitte nicht zu spät, denn ich habe es vorhin schon kurz beschrieben, es ist schlecht, wenn die Sonne dann in die Eimer reinknallt, die Haut der Tiere zu trocken wird. Das ist nicht gut. Auch die Fressfeinde, die es gibt durchaus Reiher, die gehen die Eimer dann ab oder Störche und holen sich da dann ihr Frühstück raus. Da muss man schon ein wenig drauf achten. Wir haben Strecken wie zum Beispiel das Silberbachtal hier, da ist es unbedingt notwendig, dass man auch abends und nachts läuft, weil die so viele Amphibien haben, die Eimer sind ruckzuck voll, die muss man leeren. Aber das ist jede Strecke individuell anders. Ich habe hier dann noch eine nächste Frage. Das mit dem Wasser haben wir schon geklärt, mit dem Ablassen. Überwintern die Teichfrösche auch im Gartenteich? Gut, es kommt jetzt auf die Größe des Gartenteiches drauf an. Das kommt darauf an, in was vom Umfeld der Gartenteich ist. Aber theoretisch ist es möglich, wenn Sie einen ordentlichen Gartenteich naturbelassen haben, optimalerweise auch ohne Fischbesatz, dann stellen sich da durchaus auch Molche und auch Erdkröten, auch Teichfrösche ein. Ob die dort überwintern, ich gehe mal davon aus, wenn der die genügende Tiefe hat, dann werden die das auch tun. Ja, die Erdkröten definitiv nicht, weil die sind ja nicht ans Gewässer gebunden im Winter, auch die Molche nicht, aber bei den Fröschen ist das durchaus möglich, ja. Darf man den ganzen Tag im Winter reinigen, beziehungsweise sollte man das machen? Die Tiere nicht zu stören. Naja gut, wenn sie jetzt alle einen Teichfrosch oder allgemein Frösche im Gartenteich haben und sie reinigen den im Winter, dann kann es natürlich schon passieren, dass die mit aufgeschreckt werden und mit hinausgeschmissen werden. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich würde jetzt alle grundsätzlich sagen, nein, sollte nicht gereinigt werden. Wenn man weiß, also genau dass er, wenn man weiß, dass er besetzt ist. Also man sollte generell dann, wenn man merkt, dass die Teichfrösche im Weiher überwintern oder im kleinen Gartenteich, dann sollte man jegliche Störung vermeiden. Denn die stellen praktisch ihre Atmung um, dass sie über die Haut atmen. Wenn sie das nicht machen können, weil sie dann aufwachen und kommen nach oben nicht raus, dann haben sie so viel Energie und brauchen mehr Sauerstoff und dann ersticken die regelmäßig. Das heißt also, wenn man die dann stört, egal ob es durch Reinigungsarbeiten ist oder durch das, dass irgendwas, dass man versucht, das Eis oben aufzuklopfen, dann wachen die auf und das ist in aller Regel dann der Erfolg, dass man am Frühjahr dann die Frösche Bauch oben dann auf dem Weiher sieht. Ein Teil der Frösche, keiner weiß warum, ein Teil der Frösche überwintert im Wasser. Und die anderen, die machen schlauer, die verkriechen sich frostsicher in der Erde. Das sind die Schlaueren, weil da werden sie weitaus weniger gestört und haben bessere Überlebenschancen. Das kann man auch zum Beispiel in einem Graben oder sowas sehen, wo wenn sie da überwintert haben und plötzlich sieht man im Frühjahr, wenn man vorbeigeht, dass da eine Handvoll oder ein Dutzend Frösche da Bauch oben da rumtreibt, dann war irgendeine Störung dazwischen. Also es ist von den Fröschen keine gute Idee, unter Wasser zu überwintern, weil einfach die Störungen heutzutage relativ groß sind. Ja, die nächste Frage lese ich mal kurz vor. Ist euch bekannt, dass der Fadenmolch im Bereich Langfurt vorkommt? Also den muss ich klar mit Nein beantworten. Mir ist es nicht bekannt. Mich würde es auch wundern.
Beim Fadenmolch, Vorsicht, er ist unheimlich schwer zu bestimmen. Absolute Verwechslungsmöglichkeiten mit dem Teichmolch. Der Faden bildet sich auch nur in der Wassertracht ab, soweit ich das weiß. Und ich meine, laut den Verbreitungskarten kommt der Fadenmolch maximal im Spessart vor. Das ist also der einzige Teil im Westen Bayern, wo weiter nordöstlich in Bayern noch vorkommen, aber in unserer Region noch keiner. In der Kann man mich hören, tonmäßig? Jetzt ja, es war jetzt gerade irgendein Rauschen, eine Rückkopplung irgendwie. Ja. Nee, ich muss nur kurz, weil ich sehe jetzt seit 5 Minuten, klinken sich viele Teilnehmer aus, ein ganz Ja. anderes Problem ansprechen, einfach die Gelegenheit nutzen. Wir haben nämlich noch ein Betreuungsproblem. Es haben sich erfreulich richtig viele Leute neu gemeldet auf den Aufruf hin, mindestens 25 Leute. Wir haben aber einen Abschnitt im nördlichen Landkreis bei Unterbibet, da wo jemand sehr krank ist, wo uns also eine Betreuerin ausgefallen ist und die sehe ziemlich allein da ist, also wo wir dringend noch mindestens eine Person bräuchten. Und die meisten, wo sich gemeldet haben, sind eher im engeren Umfeld Ansbach und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn, deswegen bin ich jetzt dazwischen gegangen, bevor die Leute weniger wären. Wer also da einspringen könnte für diese Zeit in Unterbibet, ein großes Vorkommen mit 3.000 bis 4.000 Tieren die meisten Jahre, also ein bisschen gleich sagen oder sich melden, da wer einigermaßen in der Nähe wäre. Oder aber bei uns dann halt in der Geschäftsstelle melden morgen. Das wäre auch noch möglich. Günther, ich würde sagen, wenn die Fragen jetzt dem Ende sind, dann können wir sozusagen uns alle, also den Vortrag beenden und uns dann alle eine gute Nacht wünschen. Super, Micha, da schließe ich mich an. Wir haben noch im Chat noch zweimal ein Dankeschön drin, aber ich denke, da muss jetzt nicht jeder zur Tastatur greifen. Du hast die Sache klasse gemacht, prima. Ich denke, Danke. du hast dich jetzt prädestiniert, dass du hier durchaus weitere Vorträge halten darfst. Du, mein Ton ist jetzt abgebrochen. Ich habe den nicht mehr verstanden. Das denke ich mir, ja. Also, dann sage ich gute Nacht. Ja, danke, dass Sie teilgenommen haben. Alle gute Nacht und dann freuen wir uns auf die Amphibis dieses Jahr. Jawohl. Ich beende jetzt für alle. Ja, Tschüss. ciao.